Musst du einfach nur in die Tube dich selber wenden und dann ganz da unten. Nee, ganz da unten bin ich irgendwo rausgefahren, aber ich bin irgendwo drauf gekommen, wo kein Punkt war. Der Punkt ist über mir. Hä? Hast du irgendwo vergessen, Punkte einzusammeln, Mann? Ich bin ja Erster und ich bin weit unter dir irgendwo. Get up, down, the bass is down. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Es ist wieder Montag, es ist wieder letzter Zeit zusammen mit der süßen kleinen Ente. Und Montag, das heißt, wir gehen in die Schule. Oh yeah, knock knock, wir müssen wieder die Schulbank drücken. Worldwide Schule, ich wollte gerade Worldwide School sagen, so richtig ja, oh, so richtig cool und lässig. Nummer 2 von Skillop hier, glaube ich, ne? Oder ja. Der hat es übertragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht der Mapperbauer 10 Minuten. Klingt nach einer guten Folgenlänge. Wir brauchen 10-1. Doppelgebaut sieht auch gut aus, die Schlangen passen alle. Wunderbar, gefällt mir schon mal. Okay, müssen wir. Uff. Ist das richtig? Ja, oh, ja. Hallo! Das macht ihn sehr sympathisch. Verdient. Ich hab vielleicht ein bisschen. Oh Mann, ey. Karma ist deine Freundin. Wow. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Freundin nicht Karma heißt. Oh! 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 Und da kommt noch ein zweiter davon, Ares. Oh! Geschafft, Freunde! Puh, fast am Punkt vorbeigerutscht. Ich bin gerade fast am Punkt vorbeigerutscht. Ich hätte dich ausgelacht, wenn zu mir. Jetzt müssen wir die Scheiße zurück? Okay, das ist wirklich. Man muss üben, Freunde. Oh. Üben war scheiße. Ah, jetzt müssen wir auf 8 Minuten kommen. Auf 8-1, ja. So viel Zeit muss sein! So, was will er denn? Okay, dann kommt ein Verwandlungspunkt. Teleport. Teleport, okay. Jetzt hat er ähnliches Element verbaut, nur mit Höhenunterschieden. Ah, oh, Höhenunterschiede, das macht die einfacher, die Dinger. Ja, ne, mein Empfinden ist da auch, dass sie einfacher sind, aber. Und aber man kann festhalten, er ist sehr farbenfroh, der ist klar OP. Ah, Karma! Ja, gefällt mir. Das Problem an den Dingern ist nur, der hat die aufeinander gesetzt, das heißt, er muss wirklich früher rausspringen. Weil normal kannst du ja immer sehr spät flippen. First try. Gar kein Problem. Easy cheesy und so. Easy peasy, lemon squeezy und so weiter. Aber er hat überall zwei, dass er gut doppelt gebaut hat, deswegen hat er überall zwei farbig gebaut. Oh, das wirst du hassen. Oh nein, nein. Er hat ein Sommerkind erstens einfarbig und B mit Connectern gebaut. Oh, das ist böse. Das ist richtig. Also, Kloppin, da sind wir enttäuscht. Boxer auf hat, sag ich auch noch nicht mal was zu. Ich hab den zweiten verkackt, weil man sieht's halt ultra schlecht, ne? Ja, Freunde, das seht ihr, das? Einfarbig und halt, du landest auf Körbs. Gut. Ich hab irgendwo einen Rockstar gefressen. Echt? Ja, moin. Ich bin so beim ersten Mal gekommen, lande auf einmal, bleib mal zu 100% stehen. Nein. Ja, ich hoffe, ihr habt den Dreier-Team-Parcours sehen. Wenn nicht, schaut rein, das war richtig geil. Richtig. Geiler, kranker Scheiß, Freunde. Mit dem lieben Kev. Tatsache nehmen wir alles gerade so ein bisschen am Stück auf. Wir haben keine Ahnung, wer gewonnen hat. LOL! Hier war irgendwie. Was er meint, ist jetzt die Folge vom Mittwoch, Freunde, nicht die von gestern. Genau. jetzt kommen wir durcheinander. Hm? Mein Zukunfts-Anime-Fan wird durcheinander kommen, was jetzt gerade der Vergangenheits-Anime-Fan sagt. Oh, da war ein Sprung drin. Was war das denn? Ja. Das habe ich mich eben auch und hier gefragt. Hat er nicht okay, man braucht es nicht. Okay, müssen wir uns umdrehen und rausfahren. Okay, das ist ja einfach. Ich glaube schon, dass wir es müssen. Die Typ ist auch nicht doppelt gebaut. Okay, das heißt, wir müssen vorsichtig drehen. Kannst du dann nämlich schön die Arschdrehung machen, Freunde. Du bist schon aus, gut, wunderbar. Nö, ich bin schon weg. Der aussieht hier aus andersrum. Ja, da ist doch einer weiter drüber. Okay, ich habe den Punkt. Oh nein. Oh nein. Das hat keiner gesehen, Freunde, das hat keiner gesehen. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? 1 und 2. Ach so, lol, er hat sogar Zahlen dran geschrieben. Was? Ja, geil. Ja, dann mach ich zuerst natürlich die 1. Das ist doch Logo. Was? Die 1 kommt vor der 2? Bist du sicher, Ares? Ja, Ares 33. Ich hab gelernt zu zählen.
gut. Abwärtstube, Standarddrehung. Also nach unten. Hä? Irgendwie wird ganz verwirrt. Okay. Okay, ich hab den nächsten Punkt. Easy. Ey, Junge, will der mich ficken, der Kilo OP? Ich hinterfrag das jetzt einfach nicht. In der einen Tube bin ich falsch rausgefahren. Da sind drei Ausfahrten oder vier drin. Nein! Ah! Wow! Ey, Skiller OP, leck mich doch am Popo. Hä, was machst du denn? Musst du einfach nur in die Tube dich selber wenden und dann ganz da unten. Nee, ganz da unten bin ich irgendwo rausgefahren, aber ich bin irgendwo drauf gekommen, wo kein Punkt war. Der Punkt ist über mir. Hä? Hast du irgendwo vergessen, Punkte einzusammeln, Mann? Ich bin ja Erster und ich bin weit unter dir irgendwo. Okay. Nee, da sind einfach zu viele Ausfahrten drin gewesen in der Tube. Ah, lul. Das Killer-OP hat ein bisschen verwirrend gebaut. Nummer 1. Oh, daher ein M-Schiff bei Nummer 2, ekelhaft. Ja. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall nochmal hier hin. Yep. Ich gehe mal davon aus, dass es so ein Ding ist, Freunde. Das kann ich mich jetzt total vertun. Ah, lul. Was ist denn... Das, da muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir lieber doppelt gebaut gewünscht. Ah! Warte mal, ich schaff's noch nicht so ganz. Ah, ja, hi. Wir fährt's so, ja, ja, aber... sah geil aus. Komm! Nein, fast! Okay. Alter, musste sehr... Müssen wir uns zweimal drehen oder nur einmal? Ich glaube zweimal, aber sehr, sehr direkt auf jeden Fall. Oh, ich bin oberster Typ rausgesprungen. Ja, ist mir auch schon nervig. Nein, musst du einmal drehen, Ares. Ja? Die Einfahrt ist für die Ausfahrt. Ah, lol. Aber nicht ganz oben. Ja, nee. Wow. Wow. Freunde, ich möchte anmerken, ich könnte den Punkt einsammeln. Aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, denn ich bin nicht einfach die Tube ganz oben rausgeschossen, Ares, und oben auf der Plattform gelandet, wo du anhalten musst. Ja, GG, ne? Das heißt, Freunde, ich respawn jetzt, das ist dann natürlich sonst, Unterhosen würde ich. Ja, deswegen, bevor ich nicht im Punkt gelandet bin. wow, warum hat der denn da zwei Speeds verwendet? Keine Ahnung, jetzt ist auf immer richtig böse. Aber First Try, als ich wusste, was ich machen muss, Freunde. Ja, gut. Am Ende sogar eine Mauer, damit man nicht drüber schießt, ist ja wow. Wenn man es weiß, ne, easy, aber... Wenn man wieder oben abspringt, dann hat man schon wieder die Probleme, Freunde. Das heißt, jetzt müssen wir wieder in die Tube rein und dann, Halt, Moment mal. Wir sind ja gleich schon viel eben drin. Das heißt, jetzt fahren wir oben zu zwei hin, Ares. Wo bist du eigentlich? Ich bin jetzt beim Aussortier, unter dem Aussortier, knapp. Ares? Ja. Wo treibst du dich rum? Spirale. Gut, ich schalte auch auf die Spirale. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay, alles klar. Jetzt sind wir jetzt beim zweiten Mal. Sie. Halt! Wo ist der Punkt? Alter. Bist du am Punkt vorbeigesprungen? Ja, mach langsam. Weil der Punkt ist hier. Ich hätte es fast verkackt. Ich würde sagen, Okay. Oh, ein M-Schiff, Freunde. Okay. Aber dann kommt direkt der Punkt, oder? Ja. Okay, ein M-Schiff, Freunde. Oh. Also ich muss... Ah, ich finde die Auffahrt eigentlich fast schon zu kurz, um ehrlich zu sein, um da auf ein M-Schiff drauf zu kommen. Ja. Der hat vielleicht einen Tick. Danke. Nein! Oh, Junge, ich hasse das, wenn die so connecten. Aber eins halte ich im Skiller-OP vor, dass er wirklich 1 und 2 hingeschrieben hat, damit er nicht durcheinander kommt. Ja, finde ich gut, dass man sich halt nicht so doof und... Oh Mann, ich will halt die ein bisschen anders anfahren, damit ich gleich schon in die Höhe komme. Ja, das ist auch mein Problem. Skiller-OP, da hättest du vielleicht ein bisschen anders bauen sollen. Okay, zu spät. Nein! Okay. Ich bin nämlich richtig böse, nach oben zu ziehen direkt. Boah. Und ich würde am Ende langsamer fahren, Ares, weil der Punkt ist nicht auf der Plattform, das ist rechts daneben. Ja. Sonst fliegst du über die Plattform drüber. Hey, jetzt muss ich wieder dahin? Oh, du bist doch ein kleiner Drecksack.
Oh, dieser MC, bitte. Ares? Ja. Das musst du zweimal machen. Ja, geil. Ja, aber gut, so. Dann kannst du nicht zu dir, Freunde, das ist ein Vorteil. Ja, quasi ein MC-Doppel gebaut, Freunde. Ja, das Ding ist nur, dass ich da gerade echt Problems habe. Mit dem. Das hat keiner gesehen, Freunde. Ihr habt nicht das geringste gesehen. Ey. Mein Problem ist das wirklich, dass ich es halt super schlecht sehe, wann es Zeit ist zu flippen. Ja, ich bin auch ein eher der Freund, wenn die beiden dünnen Sachen aneinander ansetzen, Ares. Dann siehst du nämlich wirklich genau, wann du flippen musst. Oh! So, der nächste Punkt ist das Ziel, Freunde. Fass mal langsam an, ich möchte ja nicht ins Ziel fahren. Ich muss mir das mal in Ruhe angucken. Hallo? Ey, was mach ich denn da für eine Scheiße? Okay, man muss wieder andersrum aushauen. Das heißt, Anime-Fan muss was dranhängen. Nö, ich bin auch bei 10 Minuten schon. Ich hab ja noch Bonusmaterialien. Oh, ist das ein kleiner Drecksack. Oh, ich wusste es, diese kleine Drecksau. Die Frage, ich muss mich mal angucken. Ob ich da oben irgendwo anhalten kann, Freunde. Also, komischerweise bei Lynch oder Winch oder sowas. Ich weiß gar nicht, bei wem das jetzt genau war. First Ride, scheiß Element. Ist halt, jeder baut das irgendwie anders, habe ich den Eindruck. Ja? Aber ich meine, Lynch hat auch die beiden dünnen Sachen zusammengesetzt, weil ich das weiß. Ja, ich glaube auch. Oh. So. Langsam. Endlich mal den. Wieder Plattform hoch. Das heißt, Freunde, ich werde mir einen kleinen Cut setzen, weil es kann sein, dass da einer von uns ins Ziel kommt, weil der Punkt kommt direkt nach der Spirale. Wow, ist das gemein. Da muss ich sagen, Skill-OP hätte ich an deiner Stelle einen Punkt hingesetzt und dann das Ziel. Also ich warte hier, bis du das zweite Mal den Punkt geholt hast und dann, Woo! Okay. Oh, ich hab so Probleme, das abzuschätzen, ehrlich. Nee, ich mag's auch nicht. Ich mag's auch nicht, wenn die so übereinander sitzen. Vielleicht, wenn der zweite eine andere Farbe hätte, wäre es vielleicht einfacher, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht, ja. Vielleicht. Dass du dann quasi genau siehst, wo die übereinander gelagert sind, die Dinger. Ja. Aber das war auch das bei dem großen. Bei dem großen Sommerkind, wollte ich jetzt sagen. Ja. Ist doch richtig. So. Oh, Keller. So, Freunde, Ares kommt. Das heißt, wir springen jetzt in den Typ rein. Ich werde dir sagen, wir müssen hochfahren und der Aussicht muss uns rückwärts schauen. Wir müssen rückwärts in die Spirale hochfahren. Mhm. Also ich bin rückwärts. Ey Junge, diese Kamera. Ey Junge, ich bin hier vorwärts. Danke dir, GTA und deine Kamera. Ich hab's verkackt, aber ich kann mich ja selber auch nochmal rückwärts drehen. Na, ich bin auch vorwärts. So, ich bin auch rückwärts. Oh, hau ab da. Und da kommt eine, auf der mittleren Höhe irgendwo eine Spirale. Ja, mittlere Höhe. Ja, wow. Ich probiere anzuhalten, mein Freund. Ich probiere anzuhalten. Ja, wenn es nicht klappt, klappt's nicht, ne? Aber es ist natürlich. Das ist ein Wallride. Langsamer werden! Ja! Oh, göttlich. Ich werde mich auch so umdrehen, Freunde, damit ich nicht in Richtung Ziel falle. Hat er es doppelt gebaut, die Spirale? Nein. Gut. Der Waller hat danach auch nicht doppelt gebaut. Das heißt, da muss ein Tick nach oben gerichtet sein, weil sonst rutscht du direkt raus. Okay. Nein, zu hoch, Alter! Ja, der sieht genau mittig auf. Nicht, du musst in den zweiten Feld quasi rausfahren. Ja. Es ist eigentlich total einfach, aber ich bin es halt so gewohnt mittlerweile. Das war da ganz oben. Ja, ist so. Mittel kann jeder, weißt du? Sagt man. Und jetzt habe ich damit übertriebenste Probleme. Scheiße. Ja. Wow. Da macht er aber einen kleinen Hüpfer, ne? Da kommt Ares, Freunde. Und ich fahre ins Ziel. Ich hoffe, er schafft es auch. Ja, easy. Ich habe übrigens auch vom Ziel angehalten. Göttlich. Gut. Also, wir können anfangen. Der war wirklich einfach, hat man wirklich gemerkt, dass fürs Training da ist. Aber fürs Training waren auch noch zwei, drei Unsauberheiten da hinten und einmal diese Unübersichtliche, wo ich einmal mich total verfahren habe. Deswegen zum Üben, für Anfänger würde ich sagen, 8 Punkte ist sie wert. Ich bin bei 7. Allein schon wegen Lynch und Winch. Die haben gezeigt, wie man Trainingsmaps baut. War das Doppelte. Das Doppelte war, da muss man sagen, hat er gut gebaut, der Skill OP. Ja. Ich habe auch so ein paar Unsauberheiten gesehen. Was mich halt auch gestört hat bei den Sommerkindern, A, mit den Curbs und B,
einfarbig. Ist ja eine Trainingsmap. Und da empfehle ich wirklich, bau die Dinger zweifarbig. Weil es ist dann einfacher, ne? Du musst es halt so sehen, ein Anfänger zockt die Map. Ne? Und woran soll er sich orientieren? Und auf Körpern, das können Anfänger auch nicht. Genau. Ja, okay, ich schaue hier auf 7 runter, muss ich sagen. Ja, sorry, ich wollte jetzt nicht das Ergebnis versauen, Alter. Ja gut, Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, klappt doch mal eine positive Bewertung, würde uns sehr freuen. Checkt unbedingt die Kanäle vom lieben Anime-Fan ab. Oder von der Ente. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie diese wunderbare Trainingsmap zum selber zocken. Unser Partner Instant Gaming ist ebenfalls verlinkt, unser Merchandising und. Checkt's einfach ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao, ciao!